Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind gerade am Bremerhaven, möchten nach Walsrode. Wir sind heute unterwegs mit unserer Wechselbrücke. Und ja, die haben wir heute hier am Hafengelände aufgeladen und möchten erstmal versuchen, ohne große Probleme durch den Bremerhaven durchzufahren oder ja, durch die Stadt durchzukommen. Und dafür setzen wir uns in unseren wunderschönen Scania R. Ach ja, und ja, was sehen wir? Das ist Edentraut, die Originale. Da machen wir Motor an, weil, wie gesagt, man muss hier ein bisschen aufpassen. Ich habe hier immer noch ganz schön viel Verkehr drin und das könnte in gewissermaßen in einigen Bereichen zu Komplikationen führen. Aber schauen wir mal. Ja, gerade das Hafengelände hier am Bremerhaven, was die Euro-Mapper hier gemacht haben, Euro-Roadmap, besser gesagt, ist einfach wunderschön. Und jetzt möchte ich mal von euch wissen, wer von euch war schon mal hier unterwegs oder spielt gerade momentan diese Karte? Wir sind ja noch in der 1.49 und da haben wir ja doch noch das Glück, dass wir so viel wie möglich, naja, ich sag mal, Maps zur Auswahl haben. Und die Bahn fährt. Ach, ist das schön. Guckt euch mal das schöne Hafengelände an. Einfach ein Traum. Wirklich traumhaft. So, fahren wir mal hier rüber. Hier ist gerade Polizeieinsatz. Mal ein bisschen langsamer. Ach, hier. Ordentlicher Unfall. Ach, ich hoffe, dass es bei mir, dass wir alle irgendwie verschont bleiben da von sowas, ne? Gut, dann setzen wir uns mal rein. Ich bin gerade ein Stück gefahren, um zu gucken, ob das alles läuft. Oder haben sich schon hier die Fahrzeuge gestaut? Und ich sehe da vorne schon die ersten Fahrzeuge. Ja, hier rauszukommen ist gar nicht mal so einfach. Aber bis jetzt läuft es. Vielleicht müssen wir ja Tricks mit der Flycam einfach ja, mal ein bisschen weiter weg zoomen. Vielleicht passiert das ja noch. So, jetzt verlassen wir den riesengroßen Hafen. Ach, schön, schön, schön. Ah. Ah, scheint eigentlich alles zu laufen hier. Jetzt mal die Frage, war hier vorher nicht irgendwie so eine Station bei dem Zoll? Ja, hier stehen zwar Polizeifahrzeuge als Deko-Fahrzeuge, kein Zoll. Aber ich würde sagen, früher war es doch so, dass hier noch so ein Terminal war, ne? Bin mir aber auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. So, es geht schon wieder weiter. Ach, herrlich. Fein. So, für alle, die mit der Fähre kommen, die kriegen hier nochmal. Wir sind hier in Deutschland, innerorts 50, außerorts 100. Ja, und auf der Autobahn Richtgeschwindigkeit 130. Warte, 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 nicht nach hinten rollen, nicht nach hinten rollen. So, setzen wir uns einfach mal rein. Ich habe natürlich wieder meinen Kaffee am Start und nehme das Video am 26.01.2024. Es ist ein Freitag und ich habe frei. Ja, warum habe ich frei? Ganz einfach, ich habe noch 13 Tage Resturlaub. Sehr verrückt. Noch so viele Tage. Was ich auch immer wieder merke jetzt bei den Videos, dass nach Mods gefragt werden oder fragt wird, naja, also dass danach gefragt wird. Entweder mache ich die in der Videobeschreibung mit rein oder am besten guckt euch das Video an. Meine Mods vom 01.01.2024. Da seht ihr die Mods, die ich ja, sehr häufig benutze oder die, ja, die ich einfach so viele vom Steam Workshop, also ich würde mal sagen 80% sind aus dem Steam Workshop. Und dann könnt ihr da ganz einfach das abschreiben und dann beim Workshop suchen. Ne? Finde ich immer die erste Alternative für mich, wenn ich nach Mods gucke. Steam Workshop. Wobei, muss ich sagen, so richtig viel Neues ist jetzt eigentlich in den letzten, naja, würde sagen, 1,5 Jahren nicht mehr so gekommen. Also was einen so richtig so, boah, das ist ja irgendwie richtig genial, ne? Man muss doch sagen, SCS liefert sehr, sehr viel, ja, an Content, wo dann wahrscheinlich auch der ein oder andere sagt, naja, okay, dann brauche ich jetzt keine Mods machen.
dann muss man auch sagen, die Community, die wird, glaube ich, nicht mehr größer, die wird eher kleiner, die Mods erstellen, weil natürlich, ne? Ihr müsst nur mal denken, wie alt seid ihr jetzt da draußen an den Empfangsgeräten? Haut das einfach mal rein, schreibt die Zahl rein und da ändert sich natürlich einiges, ne? Wer Schule, Studium oder Lehre, ja, da ist man vielleicht noch ein bisschen unbefangen, aber ab dem Zeitpunkt, wo man dann auch selber noch andere Verantwortung übernehmen muss, Familie etc., Partnerin, dann ja, fehlt denn oftmals auch die Zeit, sich an solche Projekte dann ranzusetzen und dann Mods zu bauen. Ne? Dann hat man einfach keine Lust. Das ist ja auch auf YouTube so, ne? Wenn man jetzt auf YouTube Videos macht und, man hat das jahrelang gemacht, es ändert sich was, man hat nicht mehr die Zeit, man hat auch nicht mehr die Lust und, dann, ja, dann hört man der ein oder andere auch wieder auf. Und in den 10 Jahren, wo ich das jetzt hier mache, habe ich so viele kommen, aber wenig nachkommen sehen. Also im Bereich Euro Truck Simulator ist das ja nicht viel, ne? Auch in der Simulationsbubble. Wenn ich mir dann einfach nur mal, ich gucke mir immer gerne so eine Sachen, so eine Compilations an. Best of, sagen wir mal, Twitch oder was weiß ich. Also man sieht immer nur die gleichen, ne? Hier beim Hugo oder wie die heißen, ne? Oh, sieht das cool aus. Sieht das. Ach, das gefällt mir hier, der Bereich. Da sind immer die, ja, 10 Bekannten, die immer da neu hinzugefügt werden. Kaum was Neues, ja, weil die wahrscheinlich im Fokus stehen, aber vielleicht sogar noch lustiger sind. Manche Gags verstehe ich überhaupt nicht, aber ich versuche wenigstens, naja, da ein bisschen, ja, mitzumachen. Also nicht mitzumachen, dass ich da drinnen sein möchte. Nee, nee, das meine ich nicht, aber dass man halt mal guckt über den Tellerrand, was ist gerade so ein bisschen angesagt und wie reden die. Und dann sehe ich immer wieder, ja, ich bin alt, aber nicht zu alt. Ja, das ist schon echt verwunderlich, ne? Und dann geht es natürlich auch so, und dann schließen wir jetzt in den Kreis, dann kommen man halt auch weniger Mods wieder am Tragen. Und ich weiß nicht, ob sich da viele von den Jüngeren auch berufen fühlen, sich dann da mal hinzusetzen und selber sowas mal zu kreieren. Ich bin mir da nicht so sicher. Da muss man schon ein bisschen Ahnung haben, ne? Und Zeit. Viel, viel, viel Zeit. Aber es ist eigentlich eine perfekte Strecke, die wir heute haben, hier vom Bremerhaven nach Walsrode, ne? Zum, sagen wir mal, städtischen Bereich. Hier kannst du noch mal eine Pizza holen. Ich war in meinem Leben, muss ich sagen, noch nicht einmal bei Pizza Hut. Oder bei, wie heißt das andere? Kentucky? Hier, KFC? Da war ich auch noch nie. Ich habe mir den Tag mal so ein. Da gab es so eine Doku über KFC. Fand ich eigentlich ganz interessant. Und ja, ich hätte schon mal Lust, so ein KFC-Ding mal mehr. Ja, zu essen. Aber noch nie dazu gekommen. Naja. Gut. Aber jetzt sind wir erstmal auf der Strecke. Wir haben auch gar nicht heute so eine lange Tour. Muss ich sagen. Und jetzt ist mal die Frage, kann ich denn hier auf der Autobahn? Ah, nee, das geht nicht. Gucken wir mal, ob wir hier gemütlich durchkommen. Der hat seine Ladung verloren. Ja, auch nicht gerade super. Aber was willst du machen? Oh. Komm, fahre LKW. Ach, 80. Mensch, fährt noch 75. Aber guck mal, ist das nicht Nostalgie, wenn ich jetzt hier mit Edeltraut wieder am Start bin? Also der Original, das war ja wirklich schon jahrelang nicht mehr, oder? Nee, schon ein paar Monate. Ne? Da ist immer die bewegliche drin. Und hier, und unsere Miezekatze. Ja, die originale Miezekatze.
Ja, aber ein bisschen Nostalgie muss man natürlich sein. Ne? Aber nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt aufhöre mit YouTube. Nein, da braucht ihr keine Angst haben. Ich mache hier weiter, dass es vielleicht noch ein paar Änderungen geben wird. Mal gucken, wie der Sommer wird. Wie Lust ich habe, aktiv mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Also 2023 war ich nicht ganz so aktiv, aber 21 war ich da schon sehr, sehr aktiv. Aber ja, ich möchte das aber in geraumer Zeit dann wieder ändern. Aber so ab März habe ich wieder vor, mehr Fahrrad zu fahren. So, wir lassen den Bus mal rein hier. Oh, der Abstand. Walsrode sogar 48 Kilometer. Na, läuft doch. Herrlich. Dann werden wir dann gleich mal alles hier abliefern. Muss ich hier? Ne, hier muss ich noch nicht ab. Hier ist nur eine kleine Tankstelle. Ach, guck mal, wir fahren. Ich glaube, ich weiß, wo wir hinfahren. Und zwar auf das. Ja, es macht zwar nicht so viel Sinn, dass wir hier da mit so einer Wechselbrücke hinfahren, aber vielleicht müssen wir einfach nur ja aus dem Container da hinten was rausholen. DB Schenker hier. Container. Weil hier haben wir hier den schönen Parkplatz, der dicht und viel besucht ist. Und man sieht da vorne schon den nächsten Fresstempel McDonald's. Ja, man kann das schon machen. Wobei, ich war ja, boah, vor 1,5 Wochen mal bei Mc's, weil meine Kleine wollte jetzt. Und ja, also einmal im Quartal kann man da hingehen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende hingehe. Nee, nee, nee. Das ist vielleicht 3, 4, vielleicht sogar mal 5 Mal im Jahr, wo ich da mal hingehe. Und ja, da haben wir, muss ich sagen, ich persönlich nach dem Royal TS, also ich nehme mal das Sparmenü, reicht zu. Gibt es überhaupt noch? Naja. Pommes und Mayo, weil sonst esse ich kein Mayo sonst so. Ja, deswegen Ketchup kennt man. Achso, ich fahre ja falsch. Ich muss ja hier lang. Irgendwann werden wir ja auch nach rechts fahren können. Dann können wir nämlich richtig in die Stadt rein. Aber jetzt fahren wir erstmal hier in Industriegebiet. So, und wo waren wir stehen geblieben? Und ich dachte eigentlich, den Cheeseburger, den nehme ich mir, also Royal TS und dann ein Cheesy. Aber den Cheeseburger, den hat meine Tochter aufgegessen. Aber trotzdem war ich satt. Ja, hört sich komisch an, aber ich war trotzdem irgendwie satt. Also es hat mir doch irgendwo gereicht. So, langsam hier rum. Ja. Ah, der Bus steht wieder hier. Der Stehbus. Muss doch ein Bus stehen. Ah, hier, satte Felder. Ah ja. Zum Jahresende. Ich denke mal, da wird es wieder richtig interessant, weil dann geht es hier auch mit dem Landwirtschaftssimulator wieder los. Zum Jahresende. Das, weil ich kann euch jetzt nicht sagen, wir machen jetzt ein LS-Projekt. Nee. Wir haben ja immer noch unser Bausim-Projekt und dann haben wir noch unser SnowRunner-Projekt. Und Forza, da will ich nicht noch ein Bausimulator-Projekt noch reinmachen, aber zum Jahresende, wenn der neue LS dann kommen sollte, dann werden wir da auch wieder richtig loslegen. Dann geht's wieder los. Bauen im Einsatz. Die unendliche Geschichte. Und Maximus wieder am Bauen. Wir werden dann natürlich auch wieder nur Mods aus dem Mod-Hub dann nehmen, dass die anderen das ohne Probleme mit runterladen können. Falls. Oh Gott, ich dachte jetzt bleibt es stehen hier. Das wäre es ja gewesen. Falls überhaupt dieses Jahr der LS kommt. Aber ich denke mal schon. Wenn ihr da aber dann mal was hört, ja, dann könnt ihr gerne
Apple auf Discord. Und da muss ich auch sagen, nicht wundern, ich bin nicht jeden Tag auf Discord und ich kann auch nicht jedes Mal irgendwo gleich antworten. Ich schaue mir das an. Ihr könnt auch gerne hier unter die Kommentare, das ist vielleicht sogar noch oftmals sogar zielführender, wenn jetzt nur eine kleine Info ist. Ja, das Gott ist schon ganz schön viel. So, dann gucke mal. Dieses schöne Feld. Wenn ich das sehe, habe ich wieder Bock hier aufs Acker zu gehen. Und da was zu machen. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Oh, schön. Polter, die Polter, John Travolta. Kennt mal alles, die Straßen, ne? Oh, warte mal. Ich denke mal, wir fahren bis hinten durch. Ich denke mal, da kommen wir auch noch mal aufs Acker, oder? Kommen wir da auch noch mal rauf? Ne, kommen wir nicht. Naja, können wir ja hier rüber fahren. Das ist ja nicht weiter schlimm. Wäre jetzt noch cooler, wenn man jetzt so einen Mähdrescher hätte, der das Rohr ausgeklappt hat, ne? Und dann sich dann wie so ein LKW da drunter stellt. Und das Schneidwerk sich so irgendwie noch dreht. Jetzt ist es wie so eine Abladestation. Ich weiß gar nicht mehr, wie es aussah bei der Ville la France Map. Da geht es auch nicht mehr so richtig weiter, oder? Bei der Frankreich-Map? Naja. So, wir sind aber eine schöne Tour gefahren von Bremerhaven Richtung Walsrode mit der Wechselbrücke. Also mir hat es auf jeden Fall schön gefallen. Lasst ein Däumchen da und ein Abo, damit unterstütze den Maximus. Da nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ja, ich weiß gar nicht, wenn das Video hier rauskommt. Vielleicht sogar am Donnerstag. Ich kann nur eins sagen. Sonntag bin ich wieder live, ob es Truck SMP, Konvoi-Modus oder ich einfach Singleplayer unterwegs bin, kann ich euch noch gar nicht sagen, weil es noch, noch über eine Woche her, wo ich dieses Video aufnehme. Aber vielleicht gibt es irgendwo eine Zukunft, eine Glaskugel. Ja, ich bin raus und habt euch wohl. Bis dann. Bye bye.